Hallo, hier ist wieder Jörg von Planet Fahrrad und ich teste heute mal die drei TCs. Ich habe den TC One 2, den TC One 3 und den TC Pro und zeige euch die Unterschiede und gebe euch Tipps, für wen welches TC geeignet ist. So, äußerlich unterscheidet sich der TC One 3 wirklich nur durch die Rückseite. Da seht ihr, dort steht Bluetooth drauf. Sonst vom Display und allem ist es das gleiche. So, jetzt nehme ich mir den TC One 3 und zeige euch mal die unterschiedlichen Einstellungen oder die neuen Einstellungen. Und zwar als erstes probiere ich da meinen Herzfrequenzsensor zu koppeln. Ja, hier muss Bluetooth natürlich aktiviert werden. Und dann findet der schon automatisch mein Bluetooth Herzfrequenzgurt, beziehungsweise ich nutze sogar so einen Kombigurt, der ist ANT Plus und Bluetooth. Damit kann ich den auf vielen verschiedenen Geräten immer einsetzen. Habe einen von Wahoo und bin damit eigentlich super zufrieden. Okay, jetzt wurde er hier erkannt. Dann einfach anklicken. Jetzt findet die Verbindung statt. Und ja, das war's schon. Ihr seht dann oben das kleine Herzsymbol und das blaue Bluetooth-Symbol beim Geschwindigkeitssensor und bei der Herzfrequenz. Also ist jetzt aktiv. Zur Kontrolle gehen wir jetzt gleich nochmal in den Fahrradcomputer rein. Und da seht ihr schon oben Herzfrequenz. Ich habe gerade 69. Dann nutze ich auch noch einen Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor. Da ist ganz wichtig, wenn ihr den auswählt, dass ihr dann unten dort auf den Werkschlüssel geht oder Werkzeugschlüssel und bei Felge entweder einen fertigen Radumfang eintragt oder halt selber manuell das messt und die Millimeteranzahl eintragt. Unten in der Beschreibung packe ich euch auch noch den Artikel rein, wo ihr seht, wie man den Radumfang richtig berechnet. Nutzt du gerade die Bluetooth-Verbindung nicht, dann deaktiviere sie. Halt einfach die Ausschalttaste ein paar Sekunden gedrückt und dann kommt hier dieses Menü. Dann auf Bluetooth aus und schon ist das Bluetooth deaktiviert. Seht dann auch hier in den Einstellungen, das blaue Symbol ist weg und damit spart ihr viel Energie. Eine weitere neue Funktion ist bei der Fitness. Da könnt ihr jetzt noch auswählen Zone Herzfrequenz. Das noch mit bestimmen, in welchem Herzfrequenz ihr trainieren wollt und vorher bei persönlichen Einstellungen da unbedingt eintragen, wie schwer ihr seid und eure maximale Herzfrequenz etc. So, klickt ihr auf den Speicher und dann auf meine Tour, dann wählt ihr eure letzte Tour aus und nun, wenn ihr unten auf die Pfeile drückt, dann kommt ihr in den Statistikbereich, seht ihr, wie schnell ihr wart. Und später wird das auch noch grafisch gezeigt. Da seht ihr sogar eure Herzfrequenz und eure Trittfrequenz im Bereich. Ist allerdings jetzt leider nicht ganz so wirklich aussagekräftig. Ladet da euren GPX-Track lieber in einem anderen Analyse-Tool hoch und das könnt ihr dann besser auswerten. Okay, das war's mit dem TC One Free und jetzt schauen wir uns den TC Pro an. Wenn ihr jetzt in den Computer geht, da gibt es so ein Barometer und damit lässt sich die Höhe immer ganz genau bemessen. Und ihr seht hier auch den Luftdruck, habt so eine kleine Wettervorhersage. Ja, das haben die beiden One-Modelle nicht. Dann seht ihr hier noch in der Mitte die mittlere Taste. Damit kommt ihr immer zurück ins Startmenü. Finde ich super praktisch, gerade beim Radfahren. Und das Display ist auch ganz klein wenig breiter, aber nur minimal. Der Akku beim Pro hat 45 Minuten länger gehalten. So. Mein Testfazit von den TCs ist folgendes. Das One 2 ist perfekt, wenn du kein Bluetooth brauchst. Mit dem One 3 lassen sich dann deine Fitnesssensoren koppeln. Die Akkulaufzeit ist bei beiden Geräten am Ende gleich. Und das Pro hat natürlich auch noch Bluetooth, hat noch ein Barometer
Und mir hat vor allem der mittlere Knopf super gefallen, zwecks der Bedienung. Vom Display ist es, glaube ich, 3 mm oder 4 mm breiter. Dafür ist die Auflösung beim One 2 und One 3 höher. Als letztes siehst du hier noch die Smart Powerbank. Da kannst du direkt über so einen Adapter das TC während des Radfahrens aufladen. Hat auch hier die Halterung und vorne noch ein kleines Licht. Vielen Dank fürs Reinschauen. Noch mehr Infos über die Bedienung findet ihr in einem zweiten Video, was ich voriges Jahr für den TC One 2 gedreht hat. Es hat sich allerdings nichts geändert von der Software. Sonst schaut gerne auch auf meinen Blog nach, unten in den Notes, oder abonniert mich oder folgt mir bei Facebook. Also, ciao!